Diese Schnauze gehört zu den sensationellsten Fahrzeugen, die es gibt. Denn bei diesem Fahrzeug hier ist definitiv alles anders, als man kennt. Denn man kennt das Mercedes-Benz und so weiter. Holzoptik wird viel verwendet. Und hierbei die Fahrzeuge aus Frankreich wirklich in einer ganz außergewöhnlichen Optik und Verarbeitung. Hier ist der Alex. Grüß dich, Alex. Grüß dich. Ja, wir sind hier auf der Messe, erster Messetag. Hättest du gedacht, das wird so voll? Nein, im Ernst, also ich bin total überwältigt, wie der Zuspruch hier ist auf der Messe. Ganz klarer Fall natürlich ist es, dass wir hier auch ein sehr tolles Produkt hier zeigen dürfen. Le Voyageur ist vielen vielleicht noch nicht so richtig bekannt in Deutschland. Tatsächlich schon seit 46 Jahren am Markt präsent, mehr in Frankreich wie in Deutschland. Aber ein echt tolles Produkt, zumal auch auf diesem Mercedes-Chassis gebaut, was ja viele Vorteile mit sich bietet, vor allem in der Sicherheitsaspekte, Untersicherheitsaspekten, eben mit dem Abstandsregeltempomat, mit der Spurhalteassistent, mit der 360-Grad-Rundumsichtkamera und so weiter. Also Mercedes einfach nicht zu schlagen an der Stelle. Einziger Nachteil ist, die Vorderachse ist nicht so gut belastbar wie beim Ducato, aber wenn man das richtig austariert, das Fahrzeug, das heißt, ihr habt eine ordentliche Heckgarage drin, dann kannst du das sehr, sehr gut handeln. Das Fahrwerk sensationell, oder? Richtig. Wir haben hier Mercedes mit Alco im Verbund und deswegen natürlich klar, auf der Hinterachse Drehstabfederung ist natürlich fürs Fahrverhalten umgänglich. PKW fast, oder? So ist es, genau. Fährt sich wirklich wie ein PKW, das Fahrzeug. Ja. Ist ein langes Fahrzeug. Länge von, ist nicht der längste, oder? 1,91 Meter. Nein, das ist jetzt die Heritage-Baureihe und somit eben der kürzeste aus dieser Baureihe mit 7,91 Meter, 2,35 Meter breit, 2,99 Meter hoch. Liegen wir also in diesen Normmaßen, die der französische Markt so eben benötigt und aus dem Grund auch so gebaut wird. Ja, das Wichtige ist, er kommt aus Frankreich, das Design ist nicht vergleichbar. Alles ist keine Serienfertigung, sondern wir haben GFK-Bauteile ohne Ende. Die ganzen Seitenwand ist GFK, außen, innen? Ja, sie haben außen immer komplett glasfaserverstärkter Kunststoff. Das Dach ist in der Länge in sich gewölbt. Oben bleibt dann aus diesem Grund kein Wasser stehen, sondern fließt zur Seite hinweg. Macht natürlich Vorteile, auch die Seitenwände sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Die Frontpartie komplett aus glasfaserverstärktem Kunststoff aus einem Stück. Die Heckpartie dasselbe. Der Windwiderstand, CW-Wert, immer wichtiger. Das macht die Fahrtgeräusche aus und den Spritverbrauch. Natürlich, der ist unglaublich windschnittig. Ist so, das ist so. Jetzt kann ich nichts zum CW-Wert sagen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, tut mir leid an der Stelle. Aber sieht zumindest windschnittig aus. Tatsächlich, er hat wenig Windgeräusche und was noch viel wichtiger ist, ich habe selber vergangenes Jahr versucht auf der Strecke nach Kroatien, musste sagen, also ich bin mit dem Fahrzeug, man darf ja nicht schneller wie 100 fahren, unter 10 Litern zurechtgekommen, obwohl er vollgeladen war. Das glaube ich dir. 5,5 Tonnen hier oder weniger? Ein 4,5 Tonnen. 4,5 Tonnen. Hat der 7,91 Meter Wagen und der 5,8 Tonner wäre dann das längere Fahrzeug mit 8,75 Meter, das dann aber schon eine Tandemachse benötigt. Tandemachse, 5,5 dann, oder? Dann bist du also 5,0. 5,8. 5,8. Okay, super. Wenn du mal gerade aufmachst, die Baureihe heißt 910, ist das die neue? Das heißt, hier, ist es hier der Mercedes-Benz 910? Ja, das ist die neue Baureihe. Genau. Okay, die neue Baureihe. Hier sieht man die Verlängerung, also das Original-Fahrerhaus, das geht ja genau bis hier hin. Und dann sind alle Anbauteile von Le Voyageur. Richtig, das ist so. Sieht man auch oben an dem vom Original-Armaturenbrett bis hin zur Frontscheibe wurde natürlich noch eine entsprechende Abdeckung gefertigt. Muss auch sein, geht nicht anders. Was sehr schön gelöst wurde von Le Voyageur, man hat diese relativ große Frontscheibe auch mit einem Rollladen, der elektrisch bedienbar ist, versehen. Ein richtiger Rollladen? Das ist ein echter Rollladen, ja. Okay, das heißt, die Wärmebrücke ist weg. So ist es. Okay, habe ich verstanden. Mach mal zu bitte, dass wir das sehen. Wir haben ein echtes Doppelbodenkonzept mit einer Alderheizung, eine 30-30, ne 30-20 noch. Hier sieht man auch ganz toll diesen Doppelboden, der 27 cm in der Höhe. Warte, ich mache mal gerade das Licht an. Man kann komplett einmal durchladen, man oder? Man kann durchladen, ja, richtig. Völlig richtig. Also sprich Morelo Concorde, ähnliches Prinzip mit Doppelboden, oder? Ja, ganz genau. Was noch gut gelöst ist, wir haben für die zusätzlichen Passagiere, also das Fahrzeug ist bis zu 4 Personen zugelassen, unter der Face-to-Face-Sitzgruppe einen ausklappbaren Sitz bei beiden Seiten, ist innerhalb von einer Minute ausgeklappt. Eine Minute nur?
geht richtig schnell. Weil die meisten sind ja, da muss ich was mitnehmen, da habe ich was in der Garage liegen und so. Das ist ein kompletter Sitz? Das ist ein kompletter Sitz, ja. Okay, verstanden. So, dann habt ihr hier entsprechend die Wasseraufbereitung mit drin. Das heißt, ich kann das Wasser trinken, was hier drin ist. Ja, das ist so. Das ist trinkfähiges Wasser, kommt dann aus dem Wassertank, wird dann vor der Entnahmestelle über diesen Filter gefiltert. Da werden Keime, Viren, Bakterien, Sedimente abgehalten. So, und da sagst du auch, das kann man bedenkenlos trinken, wenn natürlich der Filter in Schuss ist. Da sollte man sich, glaube ich... Naja gut, okay, das ist immer vorausgesetzt. Da gehe ich von aus, dass jeder Erwachsene einmal im Jahr diesen Filter sich käuflich erwerben kann und dann eben auch tauscht. So, die Heizung ist ein bisschen träger, muss man sagen, denn es ist eine Warmwasserheizung hier mit drin. Aber wenn sie dann mal auf Touren ist, ist das wie zu Hause, oder? Das ist so. Vor allem keine Verwirbelungen durch Umluftheizungen, die man ja aus anderen Fahrzeugbaureihen kennt. Wir haben hier wie bei zu Hause auch in der Zentralheizung Heizkörper im Fahrzeug untergebracht und die müssen natürlich über entsprechende Vorlauftemperaturen zunächst einmal angewärmt werden. Was sensationell ist, es gibt eine Spezialschaltung, die machst du an. Da können sogar zwei Leute hintereinander duschen mit einem kleinen Tank. Die Alde ist wirklich, das ist Komfort, oder? Das ist so. Die Wärme kommt von den Wänden und vom Boden. Der ganze Doppelboden wird beheizt. Keine kalten Füße mehr, gell? Ganz genau. Richtig erkannt. Also du bist der Profi. Echt? Muss ich nichts mehr dazu sagen. Ja, ich habe schon mal eine Alde gedreht, muss ich sagen. Dann Rahmenfenster von Polyvision. Ja. Normalerweise Seitz, aber die sind richtig schick, oder? Die sind echt gut, ja. Ist nichts zu wollen. Zumal auch eben vom Windgeräuschverhalten sehr gut sind vom Wärmedämmverhalten sehr gut. Man muss nicht immer die Seitzfenster drin haben. So, hier, was ist hier drin? Weißt du, was ich toll finde? Du siehst sofort, dass wirklich auch zugemacht ist hier. Ja, genau. Ja. Ich habe noch eine kleine Stauraummöglichkeit. Bei anderen Modellbereichen ist hier der Abwassertank, Ablassventil untergebracht. Das haben wir hier beim Mercedes. Elektrisch. Elektrisch. Okay. Und verbirgt sich hinter dieser Klappe. Unter anderem natürlich auch zum Befüllen einen Wasserschlauch, der dann direkt mit dem Tank verbunden wird. Na, der ist ausziehbar. Der ist ausziehbar, ja. Das ist ja sensationell. Dann kann ich hier durch den Unterboden durchfahren. Das ist Serie. Schau mal. Das ist in diesem Luxury-Paket bereits beinhaltet, wenn der Kunde das mit... Der füllt sich aber nicht automatisch auf, oder? Der Tank. Der Tank, wenn ich City Wasser oder so. Ja. Nein, nicht City Wasser. Okay, nein, verstehe. Das ist nur zum Befüllen, nur, richtig? Nur zum Befüllen, ja, genau. Okay. Was ist hier vorne? Das ist wahrscheinlich der Schieber für den Ablass, oder? Das ist das elektrische Ventil für den Ablass, Grauwassertank, genau. Von Lilly. Okay, verstanden. Ja, dein Tipp allerdings, man sollte im Herbst und im Frühjahr natürlich nicht das Loch offen lassen, denn das hat einen Grund. Da haben die Tiere kalt draußen, insbesondere Mäuse, die da sind. Deswegen machen du kannst wir abdecken. Deckel drauf. Ja. Okay, also bitte nicht vergessen, mach den Deckel drauf, die Tiere kommen überall rein. Genau so ist es, hat es tatsächlich auch schon beim einen oder anderen Kunden gegeben. So, dann eine riesen Heckgarage. Ganz klar. So, da ist die Außenhaut jetzt Alu, nehme ich an, oder? Nein, ist Glasfaserverstärkt, Kunststoff. Also da kann auch mal ein Lenker vom Fahrrad gegenfallen, ja, da ist nicht gleich eine Delle drin. Genau so ist es. Ja. Genau okay. So ist es. Guck dir das mal an, wie tief die hier ist. Da kriegst du einen Roller rein, die Belastbarkeit von der Garage? 250 Kilo können wir reinladen. Also jedes Kilo entlastet die Vorderachse. Ja, ist so, ganz klar. So ist es. Nicht anders. So, und hier sieht man die Heizung. Alles ist hier beheizt? Jawohl, die Garage wird mitgeheizt, der Doppelboden wird mitgeheizt, oben drüber selbstverständlich dadurch auch. Ja. Die meisten kennen ja das hier nicht. Ja. Das hier ist ja praktisch Understatement. Das ist Liner-Klasse. Karthago noch am ehesten so als Wettbewerber mit der Alderin. Karthago, Niesmann Bischof eventuell. Ja. Concorde in den kleinen Baureihen. Natürlich sind die äußerlich etwas höher. Muss man haben oder nicht. Gut, so ist es. Komm. Also wenn ihr auf etwas steht mit dem Stern hinten drauf, und das war beim letzten Mal, als ich in Mülheim gedreht habe, nicht so, du bist in welchem Ort bist du? Ich bin in Holzmaden, das liegt an der Autobahn 8 Stuttgart München, 20 Kilometer nach dem Stuttgarter Flughafen in Fahrtrichtung München. So, ich zeig's mal gerade. Da vorne steht's drauf, FMT, Freizeitmobile Tech, kennt man eigentlich in der Branche, muss man schon sagen. Du bist schon lange dabei, oder? Ja, in der Tat, seit 1995. 95, ja. Rückfahrkamera ist dabei, auch das ganze Heck GFK? Oder ist selbstverständlich, von unten bis oben, oben bis unten. Wenn ich jetzt hier ein Schild treffe und das guckt hier innen rein, ja, weil ich es ganz blöd getroffen habe, das kann man reparieren, gell? Ja, klar. Glasfaserverstärkter Kunststoff, da wird beilaminiert, geschliffen und lackiert. LVX H7.9CF. Du bist ja nah an der Grenze zu Frankreich. Die Franzosen, wenn die das hier sehen, das hier ist quasi die Oberklasse in Frankreich, oder? So, ja, tatsächlich. Und dort auch das meistverkaufteste Fahrzeug in diesem Liner-Bereich.
So, und die kennen das gar nicht. Morello Concorde ist da gar nicht so oft vertreten. Da kommen die Deutschen oft drüber. Genau. Das ist so der. Und das Coole, was ich finde, ist, du hast nicht diese Riesenhöhe wie bei Morello. Das ist oft ein Problem in Südfrankreich, wenn du irgendwie fährst und du kommst noch nicht mal durch die Olivenbäume und so weiter. Alles kratzt und schleift. Genau. Das ist auch ein Grund, warum die Franzosen einfach die niedrigere Bauform gewählt haben. Aber nicht nur deswegen. Ich denke auch, das hat mit der Autobahnmaut in Frankreich zu tun. Unter anderem. Keine Chance. Ab 2 Meter. Sind. 2 Meter. Es ist 3 Meter. Über 3 Meter wird es dann, glaube ich, noch mal ein Stückchen teurer. Ja, ich wohne ja in Frankreich. Ja, okay. Deswegen muss ich gemeinerweise sagen, ich bin in der höchsten, du hast recht, über 3 Meter. Aber es ist, ich glaube, es geht bei 2 Meter los. Ja, aber ich hatte zuletzt einen VW-Bus und ab 2 Meter musst du dann die volle Maut zahlen. Also ja, als wäre es ein LKW. Ja, gut. Das Schlimme ist aber, der Doppelachser zahlst du noch mehr. Da zahlst du wie ein 40-Tonner. Ja, okay. An der Stelle muss ich dann sagen, kommen wir ja bei dem kleineren Fahrzeug mit der einfachen Achse gut aus. Vielleicht noch ein Hinweis aus zur Technik an der Stelle. Auch sehr gut zugänglich. Man kennt es vielleicht aus anderen Fahrzeugen. Ich muss erst einen Schrank ausräumen, damit ich mal an eine Sicherung rankomme. Oder gar an die Batterie, wenn sie denn mal zu wechseln wäre. Und das ist beim Le Voyageur, beim Heritage sehr, sehr schön. Und ganz ehrlich, ich habe sowas noch nie gesehen. Also das ist richtig perfekt, oder? Ja? Also mir fehlen immer wieder die Worte bei sowas. Wenn ich das erklären darf, da... Ja, da bin ich einfach nur begeistert. So, in der Technik, ihr habt Super B mit drin, das kennt man aus Niederlande. Das ist einer der ganz wenigen zertifizierten Batteriehersteller mit einer Genehmigung mit, ich sag mal, selbst die Hersteller wie Mercedes-Benz. Und guck mal, die liegt, das darfst du. Ja, so ist es, genau. Es ist keine Flüssigkeit drin. Aus dem Grund. Und dann ist es eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, also auch eine Batterie, die nicht unter brennbarem Material läuft, wie bei Lithium-Ionen. Ja, ganz wichtig ist natürlich, wenn das Auto ganz kalt ist, kannst du es nicht mehr aufladen. Das ist die einzige. Aber der ist ja schnell warm, der ist ja im Doppelboden mit drin. Genau, ja. Und das Coole ist, da kannst du Strom entnehmen. Bis zu 500 Ampere geht aus der Batterie, richtig, die 210er raus, die neue 300. Und was sensationell ist, ist wirklich, die großen Linerfirmen, ich sag mal, Morello hat sie als Standard drin. Ja. Da siehst du, also ihr habt an nichts gespart. Nein, gut, das Auto, ich zeig's mal gerade, 201.000 Euro. Das Interessante ist, du hast viele Kunden, die sagen, okay, der Markt wird schwieriger zwischen 100 und 150. So. Und dann, wenn es aufwärts geht, dann wird es wieder einfacher, ne? Ja, tatsächlich. Also eher wird der Markt, denke ich, bis zu 100.000 schwieriger. Und darüber geht es dann wieder etwas leichter, würde ich sagen. Bussystem ist mit drin. Das Bussystem, heißt, also ihr habt alles überwacht. Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung und so weiter. Also, okay, das wirklich heißt, an alles gedacht worden. Der hat auch eine Netzmangelschaltung mit drin. Das heißt also, wenn... Netzvorrangschaltung, wenn ich von außen Landstrom einstecke. Netzvorrangschaltung, okay. Schaltet sich der Wechselrichter automatisch weg. Ich kann das Ding an 3 Ampere anschließen und trotzdem drin mehr entnehmen? Das geht? Ja, ja. Okay. Klasse. So, wir zeigen es mal gerade. Le Voyageur, du machst das wie lange schon jetzt? Le Voyageur, seit Sie auf dem deutschen Markt sind, seit 2018. Seit 2018. Und Stress mit dem Service? Eigentlich nicht. Nee, muss ich sagen, es ist erstaunlich, dass auch bei den französischen Herstellern, kenne ich von anderen Franzosen, tatsächlich die Ersatzteilversorgung und die Kommunikation sehr gut ist. So, Simone, du musstest das Fahrzeug verteidigen. Ja, ich habe mich gut mit ein paar Fans von uns unterhalten. Echt? Die haben dich erkannt schon? Ja, ich habe denen ein bisschen was erklärt und haben sie gesagt, ja, wir kennen dich ja schon von Chen Perry. Ah, ja, okay, schon oft gesehen. Komm, wir gucken mal ganz schnell noch hier rein. Dann haben wir nämlich alles fertig, was da ist. Ja, hier haben wir wieder diesen Doppelboden, der durchgängig ist bis zur anderen Seite. Mit diesem ausklappbaren Sitz eben auch unter dieser... Okay, das heißt, ich habe jetzt ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Und wenn ich es dann mal brauche, ich hole jemanden vom Flughafen ab und so weiter, dann kann ich ihn schnell rausklappen. Ja, ganz genau. Okay. Klasse. So, dann letzte Fach, Gas. Gasfach. Gastank geht. Können wir machen, ist kein Problem. Wird dann aber im Nachgang nachgerüstet, wird nicht ab Werk angeboten. So, du hast natürlich eine Werkstatt, du kannst vieles nachrüsten. So, ja. Router ab Werk geht? Oder? Könnten wir ab Werk bestellen, aber tatsächlich sind die Nachgerüsteten deutlich besser. Okay, weil die sind neuer. Dann haben wir eine schöne Markise, die recht bündig ist. Es kann hier nicht durchregnen unter einer Markise, oder? Ist tatsächlich abgeschlossen. Oben ist eine Leiste komplett übers gesamte Dach, die Markise hält. Und somit läuft hier auch kein Wasser an der Seite oder durch die Markise entlang an der Seitenwand. So, ich darf dich mal ganz kurz was fragen. Mich ja gerne. Ist das schön hier auf der Messe? Ja, wunderbar. Warum? Ganz toll. Weil hier sehr, sehr viele unterschiedliche Wohnmobile zu besichtigen. Auf einem Fleck, aber ist das nicht voll hier? Guck mal hier, ist das da deine? Das ist meine, ja. Okay. Wie ist dein Vorname? Wie heißt du? Natascha. Natascha, so. Ihr habt gerade eben schon geschaut. Ihr kennt unseren Kanal? Nee. Ja, klar kennen wir den. Klar kennen wir den.
Deswegen. Ja, deswegen schauen wir auch so. So, ihr seid jetzt im Video, okay? Ja. So, komm, wir gehen mal schnell rein, Simone. Ja. Das ist so. Und der Alex, kommt mal mit. Ja, klar. Die gucken immer alle so heimlich von der. Guck mal hier, die Aufbautür ist sensationell. Die gefällt mir gut. Ich guck mal gerade nach Hartal. Ja, ja, da haben sie auch nicht gespart mit zwei Punkten. Zusatzschloss geht? Könnten wir machen, ja, natürlich, klar. Wenn es einer möchte, warum nicht? Ich will's. Also wenn es ja, da ist. Weil dann machen wir das. Es ist oft so, die Schlösser selber signalisieren eigentlich, hier kommst du so schnell nicht rein. Das ist immer der Grund, warum ich es mache. Ja, ob man es dann abschließt, ist eine andere Sache. Aber die Diebe sagen oft, da gehe ich zum nächsten. Ja, klar. Kann man machen. Alarmanlage macht ihr auch bei euch? Ist drin. Ist drin? Ja, ja. Komm, drin. Wir gehen mal rein. Luxury-Paket mit beinhaltet. Das Besondere hier an dem System, hier sieht man, ist eben das Doppelbodenkonzept. Absolut. Und ich habe direkt hier am Eingang ein tolles Schuhfach. Ach, das da geht nochmal nach hinten? Natürlich, da kann ich direkt meine Schuhe auch entnehmen oder eben, bevor ich das Fahrzeug betrete, die Schuhe hier ablegen. Also was mir aufgefallen ist bei den Fahrzeugen ist, die Grundrisse sind immer sehr pfiffig. Das heißt, die haben wirklich andere Sachen realisiert aus einem anderen Land. Frankreich ist mal eben mal ganz anders, das muss man sagen. Und das muss man mögen oder auch nicht. Ich sag mal, wenn Fahrzeuge aus der Türkei kommen, die sehen türkisch aus oft, ja. Die habe ich eben gefilmt, sehr dunkles Holz. Nicht für jeden meins Geschmack, ist ganz klar. So, komm, wir gehen mal rein. Und wir müssen leider abschließen, das ist so, weil ansonsten haben wir gleich das ganze Auto voll. Und wenn du mal gerade zumachst, sei so lieb, einmal ganz kurz verriegelst. Och, danke, weil das ist ganz schlimm. Weil die Leute haben ja recht, sie sind hier zum Gucken da und dann blockieren wir die Fahrzeuge. Aber es gibt ja ganz, ganz viele, die können nicht gucken. Das heißt, die sind aus einem anderen Land, die sind vielleicht nicht so gut zu Fuß. Zielgruppe ist ja oft ein bisschen älter, muss man sagen, hier, oder? Ja, tatsächlich. Wobei, ja, in dem Bereich ist es auch wiederum so, dass die jüngeren Leute in unserem Alter... Ich bin 54, du? Ja, auch so, ja. 55, ja. Okay. Also aus dem Grund denke ich, dass wir uns noch zu den Jüngeren zählen dürfen. Naja, wenn ich die da sehe, dann denke ich mir immer, ich bin schon ein alter Sack. Naja, gut, okay. Gut, lass uns. Aber ganz, ganz ehrlich, 200.000 Euro hast du die mal eben? Nee. So, das ist ja auch nur Geldfrage, weil es kann ja nicht jeder sich das leisten. Und die Frage ist, willst du das? Du hast eben ein ganz kleines Auto, da hast du dich verliebt, oder? Ja. Ja, also ich glaube, die Jüngeren, die wollen was Pfiffiges, die wollen flexibel, schnell. Ja, die brauchen diesen Komfort einfach nicht unbedingt. Simone, magst du dich mal auf den Fahrersitz setzen? Ja. Das durfte sie nicht mehr fahren mit ihrem B-Führerschein, aber... Das kommt ja auch noch dazu. Du kannst aber in wirklich ganz kurzer Zeit, es gibt Ferienfahrschulen, da kannst du in ganz kurzer Zeit deinen CE machen, den C1E und so weiter und so fort. Ist das ein Thema mittlerweile, dass die Leute den Führerschein nicht mehr haben? Merkst du das? Tatsächlich ist so, definitiv. Und wenn jemand so ein Fahrzeug haben möchte, ich rate immer dazu, oder ein Fahrzeug generell, das mal über 7 Meter ist, macht bitte den Führerschein. Kauft euch dann das Fahrzeug, das euch gefällt und das ihr dann auch nutzen könnt, auch mit dem Gewicht, weil über 3,5 Tonnen sind wir halt immer. Überladung, ein Riesenproblem. Du hast in Deutschland immer mehr Schilder, dass du überholen darfst mit 7,5 Tonnen. Ganz Hessen ist mittlerweile voll, aber ich fahre ja selber alles über 7,5 Tonnen. Der Vorteil ist, es entschleunigt massiv. Am Anfang denkt man, man kommt gar nicht weit, und dann merkst du auf einmal, oh, der Sprit ist ja viel günstiger, weil der verbraucht nichts mehr auf einmal. Ja. Ja. Dann, man kommt sowieso an, oder? Ist so, ja. Reinsitzen und dann ist Urlaub, oder? So, das ist meine Devise. Da ist der Fernseher, ID ja, Media. Richtig. Der ist richtig schick. Dann haben sie hier Tower von Dometic eingebaut und eine Face-to-Face-Sitzgruppe mit drin. Also ich sag mal so eine klassische Gruppe, aber mit dem kleinen Tisch. Dadurch hast du natürlich, wenn du eben mal Kaffee kochst, die Durchgangsbreite gewährleistet. Ja, ganz genau. Und das ist eben für viele, viele Leute immer wichtiger geworden, nicht mehr die L-Sitzgruppe zu haben, sondern einfach die Breite am Durchgang. Das finden viele, viele Leute einfach viel angenehmer. Nette Details hier, guck mal hier, das Licht mit dem Design, das Design. Hammer, also darf ich auch mal ganz kurz hier drauf hinweisen? Warte, weise, bitte. Also für alle Frauen, hier gibt es wirklich richtige Gardinenstangen und richtige Gardinen, also wie zu Hause, Wahnsinn. Weißt du, was ich geil finde, wenn du das sagst, ja, ich werde bestraft, wenn ich das sage, für alle Frauen. Ja, für alle Frauen, ja, das stimmt. Aber du bist ja eine Frau. Okay, stimmt, okay, aber auch für alle Männer, die sich für Design interessieren. Dann auch die Lampen, da merkst du richtig, die Franzosen, hier hast du nichts von der Stange, alles ist ein bisschen anders und die Verarbeitungsqualität, klappert der jetzt wie verrückt, oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was man immer hören wird, und das ist bei jedem Wohnmobil so, sind diese Geräusche. Mhm. Wobei auch bei Le Voyageur wurde hier vorgebeugt. Sie haben auf der Innenseite direkt schon einen Filz eingelegt, dass eben diese Klappergeräusche von diesen
Jalousien nicht mehr vorhanden sind. Man kann vieles entfilzen, muss man sagen. Tatsächlich ist so, ja. Und das haben die ab Werk schon gemacht. Also von der Seite muss ich sagen, haben die dann tatsächlich mitgedacht, was ein gutes Feature ist für viele. Ich habe hier nicht diese herkömmlichen Pushlock-Verschlüsse, sondern eine Zentralverriegelung. Das heißt, da würde ich mit dem Schlüssel abschließen, sind alle auf einmal verriegelt. Krass. Und hier vorne auch das Waschbecken gefällt mir gut. Ja, ist gut. Ist toll gemacht mit der Abdeckung. Und ich habe dann gleichzeitig noch so eine Abtropf- Nase hier drin, das heißt, da kann ich mal spülen. Genau, kann ich mal mein nasses Besteck drauflegen, das läuft dann sauber hier wieder ab direkt. Ja, zwei Flammen Kochfeld, ich benutze eh nicht mehr wie zwei Flammen. Und das ist so, aber das gleiche, die gleiche Qualität wie Morello, das ist genau das gleiche, der gleiche Hersteller. Dann so. Dunstabzugshaube, die geht nach außen? Ja, die geht nach außen tatsächlich. Okay, krass. So, dann Schränke, mach mal auf bitte. Ist ein Mülltrennsystem? Guck mal hier. Drin mit Flaschenfach. Guck mal hier, für Frauen. Das war ein Scherz. Und Männer. So. Dann Apotheker mit drin, ein Geheimfach. Das ist ja der Trend mittlerweile am Küchenbau, dass du also mehrere Ebenen hast. Dann nochmal ein Apotheker. Was mir gut gefällt, hier, guck mal, den Schwerlastauszug, wie schön das gemacht ist hier. Das ist alles aber nicht einfach, oder? Genau, das stimmt. Ja, das sind Hettichauszüge. Also werden im Küchenbau bei deutschen Markenherstellern auch verwendet. Also. Du weißt, wo die herkommen, Hettich. Aus Baden. Aus Baden? Nee, Baden-Württemberg. Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen. Ja, sie kommen aus Baden-Württemberg. Aber das ist, ich habe mir sagen lassen, das sei wohl sehr, sehr gute. Der Mercedes unter den Auszügen. Dann die Oberklappen, Oberschränke. Natürlich. Auch die, schönes Design, Hochglanz lackiert. Hochglanz mit Ausfallschutz hier. Ja. Sag mal, wenn du die Fahrzeuge kriegst, musst du da noch stundenlang nacharbeiten? Oder? Tatsächlich nicht. Ja. Also die sind sehr, von der Qualität Niveau sind die sehr, sehr gut vorgefertigt. Natürlich kann es immer noch sein, dass der eine oder andere Kunde Sonderwünsche hat. Darf ich dir mal was zeigen, was sensationell gelöst ist? Du hast eine GFK-Außenhaut und innen drin siehst du, die Schränke liegen an einem Schaumstoff an. Ja. Was hat das für Vorteile? Klär mich auf. Naja gut, das sind einfach die Fahrgeräusche werden minimiert. Die quietschen nicht. Die Außenhäute bewegen sich ja je nach Fahrbahnuntergrund. Und deswegen, da kann es nichts rappeln, da quietscht nichts, da rappelt nichts. Ja, im Laufe der Zeit tritt da nämlich Verschleiß ein. Und damit das nicht eintritt, hast du Möbelverbinder mit drin. Und die kompletten Schränke, das sieht man hier, liegen auf einem, das sieht man auch hier. Guck mal hier, Simone. Mhm. Da hinten dran, wenn du mal gerade dahin fährst, da kannst du reinfahren und dieser Schrank liegt auf diesem Schaumstoff drauf und dadurch klappert nichts. Ja. Und das muss man wissen. Und wenn man das nicht weiß, man muss die Probe fahren. Du sagst, das hier ist eins der leisesten Fahrzeuge, was gibt es? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Oben ist Mikrowelle möglich? Könnte man, es ist vorbereitet. Also wenn man nach oben reinschaut, es ist schon die Steckdosenvorbereitung vorhanden. Nimmt man dieses Brett raus, entweder Mikrowelle rein. Was nicht geht, ist ein Gasbackofen. Das geht in diesem Fach nicht, da nicht genügend Platz nach oben herrscht. Ja, brauchen wir nicht. Also Kombi-Mikrowelle. Gasbackofen hier unten dann, ja. Gasbackofen unten. Okay. Dann Badbereich. Komm, wie lassen wir die Frauen vor? Genau. Denn die brauchen ja bekanntlicherweise, obwohl es gibt viele Männer, die brauchen auch 2 Stunden ein Bad. Wir sagen jetzt am besten immer nur KundInnen. Nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich gender überhaupt nicht. Ich sage dann lieber Kunden und Kundinnen, denn wir wollen ja die deutsche Sprache nicht verhunzen, wie es da ist. Und guck mal da oben, da hast du hier einen Trockenbügel mit drin. Das finde ich klasse. Die Dusche auch so hoch, dass auch 1,90 Meter, 1,95 Meter Leute duschen können. Tatsächlich, ich bin nicht so groß, also bei mir fällt es jetzt nicht auf, aber ist so. So, dann hast du hier einen Auszug hinten dran. Klapp mal bitte die Jalousie nach oben, ja? Ach, zum Trocknen. Ausziehen, ein Trockner, genau. So, Moment. Nach vorne ziehen. Nein, nicht nach oben drücken. Zu dir. Ah, hier jetzt. Ja, ja. Hier nur. So, und das ist, wie ich das kenne von meiner Oma. Ja, ja. Aha. Genau. Da kannst du 3 Handtücher drauf machen. Hm? Es sind so Kleinigkeiten, gell? Genau. Das Queensbett. Das wissen nur die Leute, die das in der Praxis auch mal getestet haben. Ja, gut, bei mir hängen ja aber Handtücher drin. Das Queensbett ist natürlich in Frankreich das Bett Nummer 1, oder? Absolut. Bei uns in Deutschland eher weniger. Ich will mal sagen, von 100 Fahrzeugen haben es 5 in Deutschland. Aber so, in Frankreich ist es natürlich der absolute Renner und der absolute Schlager. So, die Simone geht doch mal ganz kurz rein, dass wir mal sehen, denn. Das Queensbett. Nee, es geht mir darum, das ist jetzt die Liegeposition, dann hast du mehr Platz und du hast eine Lümmelposition, elektrisch sogar. Okay, verstehe. So, jetzt kannst du hier Fernsehen gucken, kannst alles machen. Also, ja, das Kopfteil eben entsprechend verstellen, da kann ich dann morgens mal auch zum Frühstück gerne hier liegen bleiben. Boah, ist das schön. Und das Coole ist, du kannst einsteigen wie zu Hause, du musst nicht hochkrabbeln irgendwo. Ja, genau. Das ist der Sinn und Zweck von diesen Queensbetten mit dieser Stufe nebendran. Ich kann beidseitig einfach, ohne dass ich den Partner störe,
aus dem Bett raus, auch wenn ich nachts mal raus muss, ist es überhaupt kein Problem. So, und wenn die Simone mal ganz böse ist, ja, bin ich doch nicht. Dann kriegt die Köln-Kalk-Verbot und muss vorne ins Hubbett. So, das ist nämlich auch noch da, das zeigen wir gleich. Es gibt nämlich ein riesen Hubbett vorne und die Franzosen haben ganz oft ein Hubbett drin. Das ist so, ja. Ist grundsätzlich in diesem Luxury-Paket bei den Fahrzeugen ist es beinhaltet. Was auch ganz gut gelöst ist, wenn man mal jetzt den Schrank öffnet. Simone, möchtest du mal beigehen? Bitte auf die Wandseite und dann ungefähr in der Mitte vom Schranktür. Auf die Wandseite. Ganz nach außen. Ja. Ganz nach außen? Nach oben. So. Also hier fährt die Kleiderstange mit vor, sodass ich auch die Hängeware anständig greifen kann. Mach mal langsam zu, dass man sieht. Ah, das sind nur ein paar Zentimeter, aber das macht's aus, oder? Das sind ungefähr 30 Zentimeter, die das Verfahrweg hat. Das macht schon aus, ja. So, jetzt siehst du hier unten, da hast du nämlich eine richtige Ablage. Da kannst du Medikamente, das Handy drauflegen, alles. Also einen richtigen Nachttisch. Es spricht einiges fürs Queensbett, oder? Ja, warum nicht? So, blöd ist natürlich Familie mit zwei kleinen Kindern, die wollen ja im Bett mitschlafen, da wäre es vielleicht ein bisschen zu klein. Ja, und dann bietet Le Voyageur auch die Einzelbett-Variante an, die ich dann entweder in der Mitte zusammen mache, zu einem großen Bett. Dann habe ich eine Liegefläche von 2 Meter mal 2,25 Meter. Das sollte dann auch für zwei kleine Kinder noch gut mit ausreichen. Ja, in Frankreich kriegst du wenige Fahrzeuge mit einem Raumbad, sondern die Toilette fast immer getrennt. Hier kannst du beides machen. Du kannst hier schließen, aber du kannst alleine aufs Klo gehen. Gerade die Italiener, die wollen nicht groß machen in einem großen Raumbad. Die wollen was Eigenes haben, oder? Ja, tatsächlich ich auch. Ich auch. Ich habe das auch jetzt einzeln. Und ob das dann nur die Italiener sind? Ja. Ja, ich habe es gehört, in Italien ist quasi ein Raumbad unverkäuflich, weil da ja Düfte rauskommen. Du verkaufst auch Sogsysteme, oder? Auch, ja. Ist übrigens bei den unsrigen Fahrzeugen im Luxury-Paket immer beinhaltet, das Sogsystem. Du weißt, was ist Sog? Ja, ich weiß, was Sog bedeutet, aber in dem Fall jetzt... Der zieht ab. Da ist ein kleiner Ventilator drin und der zieht quasi alles, was ins Klo reingeht, nach unten ab. Ja. Die ganzen Gerüche. Ja. Okay. Sodass du nicht auf den kleinen Raum hier... Was auch noch wichtig ist, ich kann hier das Schlafgemach komplett abtrennen, dass auch die Passagiere, die eventuell im vorderen Bereich mitfahren... Und es läuft gut? Es läuft gut. Ja, ich merke es gerade, weil das ist auch einstellbar. Klimaanlage ist drin. An der Seite. So, und jetzt zeigen wir noch schnell das Hubbett, dann machen wir das Auto wieder auf. Und eins kann ich euch sagen, die 200.000 Euro mit der Mehrwertsteuer sind gut angelegt. Der kommt mit COC, der hier? Nein, der kommt mit Fahrzeugbrief. Mit Fahrzeugbrief. Okay, Einzelabnahme. Und dann gucken wir mal ganz kurz, in die Schweiz verkaufst du die auch relativ oft? So ist es tatsächlich. So, da vorne ist ein... Das heißt, für die Schweizer Kunden eröffnen wir alle Dokumente bis zu EURR1 bis zu MFK, sodass der Schweizer Kunde bei uns nur abholt und einfach an der Grenze versteuern muss. Was ich sensationell finde, ist, das hier sah so aus, als wäre es jetzt elektrisch. Das war nur die Sicherung, oder? Das ist die Sicherung. Wenn ich da jetzt drehe, dann fährt das Bett nicht mehr. Krass. Das heißt, es ist zu, dann ist auch verriegelt, beziehungsweise? Ja. So habe ich jetzt eine Liegefläche von 1,40 m mal 1,95 m. Und wenn ich dann das öffne, kann ich hier eine Auszugsschublade ziehen. Nein! Du hast zwei Längsbetten. Und kann das Bett in Längsrichtung angeordnet beschlafen. So, du hast schon viel gesehen. Hast du das schon gesehen? Nee. Zwei Matratzenstücke, die kann ich einlegen. Die sind wiederum zweigeteilt. Im Moment hier auf dem Messestand nicht da. Kann ich aber zeigen. Sind zweigeteilt und kann ich dann während der Fahrt auch beim Bett, wenn es nach oben fährt, auf der Matratze hier liegen lassen, samt den Kissen, samt dem Bettzeug. Das ist sensationell. Zwei Längsbetten vorne, sodass das Thema Queensbett eigentlich gestorben ist. Das kann man sich jetzt bedenkenlos kaufen. Vorne habe ich noch zwei Längsbetten. Ist so. Hubstützen gehen? Selbstverständlich. Okay, Luftfeder geht? Selbstverständlich. So, also du hörst, es gibt nichts, was es nicht gibt. Komm, wir machen noch ein bisschen Werbung für dich. Okay. A. Werner. A steht für Alex, FMT und das Ganze einfach googeln, FMT Freizeitmobile Tech GmbH. Was ist der nächste größere Ort bei dir? Weilheim Tech oder Kirchheim Tech. Kirchheim Tech? Ja, richtig. Okay, das heißt, da fahren jetzt alle Mercedes oder wie? Mit Sicherheit. Oder Porsche? Die auch, da arbeiten. Auch möglich, ja. Okay, das ist so. Nämlich in Schwaben, Schwäbische Alb und so weiter. Ey, da fährt jeder Mercedes. Also das ist selbst die Azubis, denn die Leute sagen da, man kauft das, was da auch gefertigt wird. Und jetzt wie von Geisterhand fährt das Bett nochmal hoch.
Genau. Kann man es gerade nochmal hochfahren, dass das da ist. Das ID-Switch ist eine feine Sache, habe ich in anderen Fahrzeugen schon gesehen. Ja. Das ist ein zentrales Bussystem. Muss man einmal draufdrücken? Oder ja, genau, damit es angeht. So, und da sehe ich quasi alles drauf. App gesteuert auf Wunsch? Kann man machen, ja. Okay, das heißt, ich kann tatsächlich von der Skipiste einschalten, oder? Ja, richtig, genau. Kann ich einschalten, ich kann da alles steuern. Ist eine coole Geschichte. Vielleicht gehen wir mal in zwei, drei Kleinigkeiten durch. Hier kann ich also zum Beispiel auch die Beleuchtungen, Wohnbereich kann ich hier variieren, kann ich etwas abdimmen und dann beschriften, was ich abgedimmt oder nicht abgedimmt haben möchte. Man kann das dann abspeichern. Ne? Ihr habt kleine Autos mit sensationellen Grundrissen. Ja. Das ist so unvorstellbar. Ja. Da gibt es Fahrzeuge, die eine Rundsitzgruppe haben. Ja. Ich kann mich noch so vage wieder daran erinnern gerade. Und wo du auf kleinstem Raum ein Raumgefühl hast, das müssen wir uns gleich mal angucken. Geh am besten mal raus, dann geben wir das Fahrzeug wieder frei. Die Leute stehen schon Schlange wieder draußen oder sie haben schon aufgegeben, dass wir kommen. Denn das hast du jetzt mal ausnahmsweise einmal gemacht. Das haben wir vorher abgesprochen mit ich sag mal, Les Voyageurs. Aber wir müssen das den Leuten zeigen. Und wenn ihr wollt, geht zu FMT und Verarbeitungsqualität Design. Aber natürlich wieder mal 201.690 Euro. Die werden tatsächlich in Frankreich gebaut, oder? Ja, ist so. Nähe von Nantes werden die gebaut. Der Ort nennt sich Angers. Und da werden die komplett gebaut. War das schwer, das zu kriegen als Händler? Haben die mal genau hingeguckt? In der Tat, es war tatsächlich sehr schwierig, an diese Marke heranzukommen. Und es werden in Deutschland maximal 8 Händler werden, die Marke vertreten dürfen. Und von daher ist es natürlich für jeden Händler, der da neu einsteigt, auch interessant, weil es nicht zu viele Händler gibt und die sich nicht alle gegenseitig unterbieten. Ja, ist nicht total überlaufen oder kaufen ohne Ende Fahrgestelle, haben die am Hof stehen, dann wird der Preis gesenkt und so weiter. Ist ja für dich, du musst ja Service bieten am Schluss, ja, da musst du ja ein bisschen was verdienen, oder? Ja klar, ein bisschen was muss bleiben, weil sonst arbeiten, ja. Hast du auch das Konzept mit der Vermietung, dass du die teilweise gar nicht, oder? Nein, diese Fahrzeuge vermieten wir nicht. Okay, da steht er, das ist der längste? Das ist jetzt der längste, ja. 8,75 Meter. Heritage, Tandemachser, das Schlachtschiff aus diesem Programm eben. Derzeit das größte Modell, das Le Voyageur fertigt, ja. Kann man gerne mal anschauen. Das machen wir gleich mal. Okay, Alex, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und ganz wichtig, abonniert German Television. Abonniert German Television, hat sie gesagt. Denn ganz, ganz wichtig ist, drückt auf die Abo-Taste. Es kostet euch keinen Cent. Und ihr macht uns einen Riesengefallen. Nur 3% der Zuschauer abonnieren. Dabei kostet es euch ja nichts. Und mir bringt es natürlich Wertschätzung. Ja. Tschüss. Ciao.